Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben E-Football-Freunde auf meinem Kanal. Heute ein kleines Video zum Spielpass. Welche Varianten gibt es, was kosten sie und für wen lohnt sich das überhaupt? Natürlich im Video hier auch meine persönliche Meinung. Zuallererst einmal habt ihr hier den gewöhnlichen Pass, das ist in Zeile 1 zu finden. Der ist komplett kostenlos, den hat quasi jeder von euch. Und für gespielte Partien, die auch für den Pass gewertet werden, kriegt ihr hier die entsprechenden Belohnungen aus der ersten Zeile. Der Vorteilspass, das ist also die mittlere Variante, die kostet 250 Münzen und bietet euch dann die entsprechenden Belohnungen, die hier in der zweiten Zeile zu finden sind. Und der Premium-Pass kostet nochmal weitere 500 Münzen und bietet euch die entsprechenden Belohnungen, die ihr in der dritten Zeile findet. Oben findet ihr die Anzahl der Matches. Da können wir mal hier durchseppen. Das heißt, ihr bekommt hier Belohnungen bis maximal 100 Matches. Das seht ihr hier. Und ihr bekommt aber auch eine Art Cashback. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, dass es doch relativ viele Münzen im Verhältnis zum Kauf dir zurückgibt. Hier haben wir also 50, 100, 150, 200, 300, 400 Münzen, 450 Münzen, 500 Münzen bekommt ihr zurück, wenn ihr den Pass oder alle drei Pässe, sage ich jetzt mal, komplett durchspielt, also mindestens 100 Matches macht, die hier gewertet werden für diesen Pass. Ist gar nicht mal verkehrt, wenn ihr das im Gesamtpaket seht, für Leute von euch, die vielleicht auch mit Gaming Points immer mal wieder Spieler kaufen, gerne auch gleiche Spieler und die dann anders leveln. Also Leute unter euch, die viel Spieler sind, die auch viel Trainingspunkte benötigen, um immer mal wieder auch Spieler zu leveln, weil ihr die testet, weil ihr die vielleicht auch mal anders leveln möchtet und euch nochmal kauft. Da würde ich tatsächlich für viel Spieler unterm Strich, die mindestens hier auch 100 Matches in die Wertung reinbekommen in dem Zeitraum. Ihr seht es nämlich oben, der ist vom 17.11. bis 15.12. gültig. Ich versuche ihn tatsächlich jetzt auch mal durchzuballern und bin gespannt, ob ich das gemeinsam mit euch schaffe. Aber wie gesagt, für Field-Spieler, die dann von den 750 Münzen 500 zurückbekommen, kriegt ihr eigentlich schon Sachen, die man immer mal gebrauchen kann. Ja, die Gaming Points selber gibt es ja hier nicht, aber das ganze Trainingszeug, so sage ich jetzt mal. Und wer natürlich auch diese beiden Spiele haben möchte, hier habe ich übrigens schon die gelevelten Varianten. Die sind beide im Pass für euch dann, ich glaube, mit einem 80er Wert zu sehen, dass ihr euch da nicht wundert. Ja, wie gesagt, ich finde ihn gar nicht schlecht. Das ist kein unbedingtes Must-Have. Aber auf der anderen Seite, wenn ich auch immer mal wieder drei Picks ziehe von den Montagsteams oder von den Möglichkeiten, die es da gibt, und am Ende des Tages habe ich ja da eigentlich unkalkulierbare Spiele, die ich ziehe, und hier habe ich zumindest ein Gesamtpaket mit zwei safen Spielern, hier einmal Gareth Bale und Tadic und den ganzen Belohnungen, inklusive ja auch den Listenverträgen, das dürft ihr hier auch nicht vergessen, ne? Also gerade hier ganz unten gibt es dann auch mal den ein oder anderen Listenvertrag als 5-Sterne-Version, und wenn ihr natürlich alle drei Pässe habt, dann summiert sich das natürlich auf, ne? Das ist ja auch klar, und von daher finde ich es persönlich ehrlicherweise nicht verkehrt. Wie gesagt, meine letzte Meinung dazu ist kein Must-Have, aber wie gesagt, von 750 investierten Münzen kriegt ihr 500 zurück, habt darüber hinaus Trainingspunkte, die ich persönlich auch immer mal gebrauchen kann, weil ich neue Spieler irgendwo ziehe und die natürlich gebrauchen möchte. Und ihr bekommt zwei Sonderkarten, diese beiden Nationalmannschaftsspieler, wie gesagt, von Serbien und von Wales. Bildet euch eine eigene Meinung. Ich hoffe, dass das Video dem einen oder anderen von euch vielleicht nochmal geholfen hat. Und dann sage ich wieder einmal Dankeschön fürs Reinschalten. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.